Yo, was geht? Willkommen zum Kack-Format auf YouTube. Das ist die dritte Aufnahme. Die von vorhin waren zu kontrovers. Erstens mal Witze. Die haben wirklich schwarzen Humor. Es hat Hintergrund, es hat Geschichten und so. Und deshalb dachte ich, nee. Weil ich habe schon mehrere so Kack-Folgen gemacht. Aber ich bin hier auf dieses Bild zugestoßen, ne? Und da fragen sich ja manchmal so Leute, ja, du siehst aus wie Jackie Chan, du siehst aus wie, ich weiß doch nicht, Eugene Li Yang oder was auch immer, zum Beispiel der. Wir sehen uns ziemlich gleich, also oder wenn man mal Facecam hier, wenn ihr mich mit ihm vergleicht. Wir sehen gleich aus, oder? Ich habe extra diese koreanische Ballcut. Also, ja, oh, mit Abstand. Ja, genau, das ist absichtlich, oder? Ich möchte heute einen Punkt prüfen, dass ich kein Korea-Boo bin, nur weil ich so aussehe. Ich bin kein Korea-Boo, ich könnte eventuell auch koreanisch sein, wegen der Geschichte. Und deshalb habe ich hier mal diesen unglaublichen Witz gebracht. Ich habe hier eine Quarter-Seite aufgeschlagen. Hier sieht man so auf dem Mapping, ich habe keinen Bock für die Übersetzung und so. Aber hier haben wir was sehr Interessantes. Also, Vietnamese, Korean, hier so ein wenig gemischt und so. Hier sind wir Japan und Kambodian und so. Also hier sieht man noch, Kambodian und Vietnam sind ziemlich noch ganz wenig zusammen. Aber das sieht man auch auf der geografischen Karte, wie nah sie zueinander stehen. Also ja, und dann hier Mongolien etwas getrennt. Also Einzelgänger, aber hier das ist so ein Spion. Wer zum Fick schreibt? Nö, du schreibst mich nicht. Okay, der ist verdeckt worden. Gut, aber hier sieht man noch Japanisch und Koreanisch. Und hier Chinesisch. Wir sind schon drei zusammen. Wir berühren uns. Also kann ich kein Weeaboo oder Koreaboo sein. Ich schwöre, ich kann schon sehen, dass... Also, hier in der deutschen Community ist es nicht so ein Problem, aber ihr müsst mal sehen, was es so auf der anderen Seite gibt. Okay, Monoliths, nice, habe ich auch. Okay. Leimstift? Das Ding rassistisch ist das so. Diese Kinder, die erstmal so zu mir kommen. Jetzt ist es einfach auf Alter. Leibstift. Da gibt es Leute, die regen sich darüber auf und nennen das rassistisch. Natürlich, das ist unrespektvoll, wie man das so bringt und so, aber das ist nur ein Scherz, okay? Nein, das ist kein Scherz. Ich könnte eventuell koreanisch sein. Okay. Da haben wir halt mal diese Karte. Ich weiß es nicht, was es ist, erste Dimension. Also von der Ähnlichkeit her. Aber wir sind schon ziemlich nahe, oder? Wir sind schon ziemlich nahe. Und jetzt gibt es noch... Ja, die Webcam funktioniert. Okay, wieso komme ich auf die Webcam? Aber trotzdem... Ja, wir haben hier... Da sieht man, wie Han... Also chinesische Han und Japan sich wirklich clustern. Die sind wirklich ähnlich. Und sind verwandt mit anderen asiatischen Bevölkerung, oder? Und hier sieht man Vietnam. Vietnam ist hier, ja, da sieht man die Länder und so. Han sieht man hier, ist auf diese Karte markiert. Und was ist dieses X-Han? X-China, N-China. N, wir wissen nicht, was dieser N steht. Vielleicht wird... Wie soll das... Wir werden nicht demonetarisiert, aber ich werde wahrscheinlich verprügelt. Aber egal. So, hier ist noch Tibet. Hier ist noch, was ist da? Mongolei wahrscheinlich. Sibo? Okay. Oh, Mongola. Ja, die sind nördlicher. Und wo ist Russland? Aber was auch immer. Okay. Ja, gut. Was? Okay. Interessant. Das habe ich nicht gewusst, aber gut. Wir lernen immer was Neues. So.
Das sieht man hier. Ich würde sagen, dass ich eher Naxi. Nein. Meine Eltern will. Meine Großeltern wissen auch nicht mehr. Okay, ich würde sagen, dass ich vielleicht Shem oder Han bin. Ursprünglich. Also meine Großeltern, okay? Sagen wir einfach mal so. Und jetzt schauen wir auf diese Karte, okay? Wir sind verwandt, wir sind ziemlich nah bei den Japanern. Und wo sind die Koreanern? Hier, KKK, okay. Wozu? Hä? Wir haben das nicht drauf. Egal. Da seht ihr, ist Korea. Wir haben nichts damit zu tun. Leck mich doch immer. Aber hier haben wir. Wir sehen das Han ziemlich nahe zum. Han ziemlich nahe zum. Japan steht. Japanern. Also bin ich eigentlich. Eigentlich bin ich Japaner. Ich bin japanische Abstammung. Oh Gott, das ist nicht mal witzig. Ich weiß nicht, wieso das so lustig ist. Aber hier haben wir noch etwas sehr Interessantes. Hier, genau, Nanking Massaker. Also, hier auch noch etwas zur Geschichte für euch. Weil wir lernen ja meistens in Europa Sachen über Weltkrieg von Adolf Hitler und so. Alles, was in Europa abgegangen ist und so. Und so. Ja, ich wollte das eigentlich noch reinbringen als Witz. Aber das ist nicht so witzig. Das ist eigentlich witzig. Dieses Bild ist hier witzig. Aber das hier habe ich eher gemeint. Dass es eventuell sowas sein könnte, dass ich, dass Korean und China keine Unterschiede haben. Aber nein, da habe ich nichts rausgeholt. Oder ich bin zu faul, um zu lesen. Aber hier haben wir diesen Massaker. Das ist eigentlich sehr abgefuckt, wenn man so überlegt. Weil da haben die Japaner mit Bajonetts Kinder aufgeschlitzt und so. Da gab es Vergewaltigungen und so weiter und so fort. Ermordungen. Einfach abgefuckte Dinge. Im Weltkrieg ist eigentlich generell fast alles abgefuckt. Da gibt es so viele einfach verrückte Geschichten. Ich meine, schaut euch dieses Bild an. Das ist eigentlich verrückt. Darüber macht man keine Witze. Und da weiß das Kind nicht mal, was da los ist. Aber wir drücken einfach mal weg. Okay, das hat jetzt nicht mehr damit zu tun, aber warte, doch, es hat was damit zu tun. Durch die Vergewaltigung gibt es Leute, die gemischtes Blut haben. Gemischtes Blut, damit meine ich einfach, dass ich wahrscheinlich japanisches Blut haben könnte. Das ist eine Möglichkeit durch diese Massenvergewaltigung. Und ich scherze nicht, das ist kein Scherz. Ihr habt diese Bilder gesehen und es gab auch so einen Typ, der hat gesagt, ja, ich gebe einen Befehl aus, ihr führt das aus, ihr macht Scheiße auf dieses Land. Ihr konntet das andere nicht besiedeln, also machen wir das hier. Wir lassen einfach die Wut raus. Und deshalb gab es auch auf BuzzFeed interessante Informationen über diesen einen Typen da. Der Name ist Eugene Yilang. Er hatte so einen DNA-Test gemacht und hatte herausgefunden, also festgestellt, dass er zum Teil auch japanisch ist. Und das ist wirklich interessant. Ich meine, das stammt auch vom Weltkrieg und so. Und ey, wie schon gesagt, es kann sein, was so. Ach so, ich dachte, sein Finger wäre gebrochen, aber ja, ihr habt's gesehen. Es ist möglich, dass ich japanisch bin. Dass ich Japaner bin. Ich weiß nicht, wie ich dieses Video gemacht habe, aber ich hoffe, dass ihr zu dem Teil noch. Holy shit. Informationen das geholt habt. Aber ja, danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ja, das ist ziemlich alles. Tschüss. Ich hoffe, dass ihr zu dem Teil noch Informationen das geholt habt. Aber ja, danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ja, das ist ziemlich alles. Tschüss.
Jo, danke fürs Vorbeischauen und tut mir leid für diese Witze, die sind ein wenig zu krank. Aber ja, das nehmt das nicht ernst, das ist nur so ein dummes Video, sonst schaue ich mal, was ich da machen kann. Aber danke fürs Zuschauen und ich weiß, es ist wieder ein anderes Video, das ich sonst rausbringe. Aber ja, ich hoffe, das hat euch gefallen und ja, sehen wir uns dann nächstes Mal. Tschüss.